Stark drücken. Push as hard as you can. Use your body nee, weight and keep your nicht so stark, straight, wie du sollst. Then release. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Teil von 112 Operator. Ja, wir haben beim letzten Mal die erste Schicht geschafft und beginnen jetzt gleich mit der zweiten. Was ich zuvor machen wollte, vor Schichtbeginn, ist einmal ein neues Fahrzeug kaufen, wie ich im letzten Video erwähnt hatte. Da nehme ich, nee, kein Krankenwagen, sondern einen normalen Streifenwagen. Kostet jetzt 50.000, ich habe 64.000. Kann man sich mal gönnen. So, Polizeibeamter, schießen ist fahren und kosten... Oh, die kosten auch Gehalt. Gut, ich habe bis jetzt halt noch keinen eingestellt. Ist Schießen wichtig? Ich weiß nicht. Theoretisch? Teilweise? Ich weiß nicht. Ich meine, dafür ist das Gehalt halt günstiger. Also den nehme ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich halt entscheiden, 56% oder... Fährt aber besser. Ja gut, nehme ich nochmal den. Jetzt habe ich noch 7.000 Dollar übrig. Und jetzt habe ich ja eigentlich eine neue Einheit. Reserve? Hä? Ich bin doch jetzt fertig damit, oder nicht? Müsste doch jetzt... Ah, da unten. Einheit 10. Wie heißt nochmal ein Funkstreifenwagen? Funk? Streifen? Wir fragen Google. Okay, Google. Abkürzung Funkstreifenwagen. Laut Polizei. Ah. F-U-S-T-W. F-U-S-T-W. 1. Ja. Das ist relativ simpel. Ich meine, das klingt halt definitiv besser als. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt. MT. Weiß nicht. Nennen wir den auch einfach Funkstreifenwagen. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Und dann hatte ich ja noch beim letzten Mal. Nee, das meine ich nicht. Was ist jetzt? Ich hatte. Ah, hier oben. Ich hatte ja drei Punkte, also drei Karrierepunkte freigeschaltet. So, und jetzt sehen wir hier das, was ich bereits habe. Kostet einer, kostet zwei, kostet auch nur ein. So, dann verwende ich die drei und fertig. Jetzt habe ich mein Viertel ergrößert. Und ich habe einen neuen Streifenwagen. Soweit, so gut. Jetzt, ja, jetzt ist halt die Sache so, was kommt auf uns zu? Weil wir haben natürlich jetzt auch ein größeres Gebiet und weniger Einheiten. Ach, wenn ich ein Gebiet kaufe, sind da Einheiten dabei? Das ist ja interessant. LOL. Ja gut, dann habe ich jetzt trotzdem... Ja gut. Ja, ich finde das gerade... Ja, okay. Soll mich nicht stören, finde ich gut. So, unsere Schicht dauert... 12 Stunden? Dann kommt das hin? Ich glaube 12 Stunden nicht. Okay. Ja, so ist. Soweit finde ich das eigentlich lustig. Ja. Ja. Momentan, also so am Anfang kann man halt noch nicht viel erzählen, weil da noch nicht so viel Spannendes passiert, aber. Also wir gucken mal. Ja, schwer Nordosten. Schwer Nordosten. Nord-Nord. Okay. Wir haben auf jeden Fall minus 7 Grad. Okay, das ist sehr kalt. Für Januar. Gut. Dann haben wir da wieder was. Oh, nein. Nein, du sollst da nicht hin. Du sollst... Motorrad soll zur Wache. So will ich das. Also momentan ist das recht ruhig für bis jetzt 3, 4, 5 Anrufe. Gut. Dann... Gefangen im Fahrstuhl, gut. Ja, die kassieren Bußgeld. Okay, warum wird er verhaftet? Was ist das denn? So illegales Rennen. Okay. Medizinischer Notfall. Fall von der Treppe, okay.
ist diesmal was anderes als Polizei und Feuerwehr. Der wird anscheinend immer noch festgenommen. Und der andere darf blechen. So, was ist das denn? Autounfall. Sicher, dass das nur Polizei ist? Na gut. Ich meine, wenn da nur Polizei steht, dann ist das erstmal nur Polizei. Was ist das eigentlich für ein Fahrzeug? Ist das ein... Ah, Anruf. Wir schicken da erstmal einen Streifenwagen hin und dann gehen wir hier rein. What's the emergency? Where are you? Are you hurt? Is there anyone with you? What? Why? No. I'm alone. Who followed you? I don't know. He doesn't look in any particular way. Could you describe the person who followed you? Do I understand correctly, you said he's faceless? Yes, he has no face. Does he have a mask on? How should I know? He has no face. Okay, hold on. I'm sending help as fast as I can. Okay, das ist ein sehr verwirrender Anruf. Auf jeden Fall Anruferin, Verdächtiger. Sind die Anruferin verdächtig? Das gut, vielleicht hat sie den Notruf missbraucht, aber gut. Ach, weil ich ein Polizeimotorrad hingeschickt habe, kann der... Okay, ja gut, dann verständlich. Autounfall, der wird arrestet und das ist... Ich brauche da auf jeden Fall mal ein normales Polizeifahrzeug. So. Wenn ich da schon zwei habe, dann kann ich eins auch dahin schicken. Füge ich das dahin? Ja gut. Ich muss mir das auf jeden Fall so aufteilen, dass überall etwas ist. Ja. Wohin fährt der Krankenwagen? Ja gut, der kann auch dorthin fahren. Das reicht auch völlig. Ja, der benötigt Transport. Wie sieht's hier aus? Sind immer noch am... Ach so, das ist jetzt was anderes. Gut, erstmal, was da passiert? Fall von der Treppe, schon wieder, okay. Aber was, ich verstehe jetzt immer noch nicht, was die hier gemacht haben. Ich meine, das sind zwei Motorräder anscheinend. Ja, aber die Anruferin ist die Verdächtige. Wollen die jetzt die Anruferin festnehmen, oder darf ich das jetzt richtig verstehen? Also, so hört sich das gerade für mich an. Betrunkener Fahrer. Okay, neuer Anruf. 112, what's your emergency? Quick, there was an accident. A woman was hit by a car. Ja, wo denn? Where did that happen? At a road near... Ja gut, dann schicke ich erstmal was hin. Sir, do you know how it happened? I think she just entered the road and the car hit her. She did a flip and now she's on her back. What should I do? Is she conscious? I don't think so. She was hit badly. Hello, miss? I think she's unconscious. All right, check if she's breathing. Tilt her head back, put your ear close to her mouth, and watch if her chest is moving for 10 seconds. Oh God, I hope I won't do her any harm. I can't hear anything. The chest is not moving either. Do you know how to perform chest compressions, sir? No, not really. I'll tell you what to do. Please, follow my instructions. Okay, I'm listening. Kneel down beside her upper body. Place your hands in the middle of her chest, one on top of the other. Can I do that? Shouldn't I ask for consent? Trust me, you have consent. Place your hands in the middle of her chest on a line between her nipples. Okay, what now? Stark drücken. Push as hard as you can. Use your body weight and keep your arms nicht so stark straight, wie du sollst. Okay.
Okay. Ach, vergiss es. 30 mal machen und auf Kranken. Now stop. Blow some air into her lungs and repeat until the ambulance arrives. Will do. Please hurry. Nein, Sauerstoff ist doch da unwichtig. Hauptsache, er wird... Naja, egal. Ist jetzt eh zu spät. Naja. Gut, da wird ein Sanitäter benötigt. Also, kurze Anmerkung dazu. Ich habe mir die Antworten leider gerade nicht so gut durchgelesen. Also das, was ich da angeklickt habe, war teilweise falsch. Also, ja, bitte nehmt es mir nicht zu böse, dass da die ein oder andere Anweisung falsch war. Aber gut. Ich meine, Anrufer und Fahrer. Okay. Tot. Okay, sehr einfach. Und weg sind sie. Hat sich schnell beantwortet. Nicht, dass ich die jetzt durch das Starkdrücken getötet habe. Also, Leute, merkt euch auch, so wie ich das noch weiß von meinem letzten Erste-Hilfe-Lehrgang, lieber drücken ohne zu beatmen, als ohne drücken oder zu wenig drücken. Also, das Wichtigste ist, ihr drückt. Ich meine, wenn der Sauerstoff im Blut sinkt, dann ist halt so die Sache, klar, aber... Ja, das Wichtige ist, wenn... Ja, egal. Auf jeden Fall. Ihr müsst erstmal in die Situation kommen. Naja. Da kommt direkt ein neuer Anruf. 112, what's your emergency? Hey, I need an ambulance. What happened? I was trying to get my cat down from a tree in my backyard. And I fell on my back. It hurts so bad. I haven't got up yet. Well, where are you? What's the address? It's on the road. Ja gut, dann schicke ich da erstmal einen Krankenwagen hin. Why did you climb the tree? I didn't want to call 112 for a cat in a tree. Did you get the cat? Well, it got down on its own and ran back home right before I fell. I'll send an ambulance to you. Stay where you are. Okay, please hurry. Ja gut, auf jeden Fall, das war, glaube ich, normaler Rettungsdiensteinsatz. Da habe ich ja gerade einen Rettungswagen hingeschickt. Oh, das Polizeimotorrad, das schicke ich einfach mal nach hier oben. Weil was will ich mit dem da unten? Was ist das? Falsch parken. Ja gut, das kann aber das Motorrad machen. Ja. Was macht das Motorrad da? Ist da eine Polizeiwache? Ich glaube nicht. So, ist da eine Feuerwache? Nö, auch nicht. Dann fährst du bitte dahin. Ja, also bis jetzt ist alles noch relativ verrückter Fahrer. Gut, da brauche ich Innenstreifenwagen zum Festnehmen. Bis jetzt ist eigentlich noch alles relativ simpel. Ey, der wird ernsthaft verhaftet? Wegen Rotlicht. Okay, finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut. Raserei, ja. Perfekt, der Streifenwagen ist ja frei. Ja, eine Minute, obwohl, was heißt Minute? Also, das Spiel sagt zwar, bin heute irgendwie, egale Software, gut, ich glaube, das ist, schicke ich auch erstmal das Motorrad hin. Der wird verfolgt, Raserei, verrückter Fahrer, ja, auf jeden Fall sollte das dann... Schicken wir verstauchter Knöchel. Ich schicke da einfach mal einen das Motorrad hin. Und halt noch direkt den Krankenwagen hinterher. Die kassieren Geld. Was machen die? Die verhaften. Okay. Und die nehmen Personalien auf wahrscheinlich. Perfekt. Dann packe ich den wieder. Dann. Die sind auch so gut wie fertig mit Kassieren. Dann packe ich den da. Und der ist an der Wache. Perfekt. Also die behandelt den jetzt erstmal? Also die Person? Daniel. Okay. Allerdings ist halt die Frage, ob
Person transportiert werden muss. Wenn ja, dann lohnt sich der Krankenwagen. Wenn nein, dann... Sanitäter benötigt. Gut, dann brauchen sie den Krankenwagen. Ja, die Schicht ist zu Ende. Okay, interessant. Ah, herrlich, herrlich. Das heißt, das ist der letzte Einsatz und das ist, 40 Anrufe habe ich heute geschafft. Okay. Ja, komm. Gut, 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 gut. Dann ist der jetzt da. Perfekt, eingeladen. Dann fährt er zum Krankenhaus. Gut. Ja. Ah, oh. Profit insgesamt. Bei dieser Schicht waren das 34.000. Ja gut, ich habe eine Belohnung bekommen, aber trotzdem, ich habe gut Plus gemacht. Ja gut, die Strafen waren höher und das Grundeinkommen etwas. Ja. Ja. Auf jeden Fall, worauf ich noch zurückkommen wollte, wegen der Herzrhythmusmassage, wie man es so schön ausdrückt. Lest es euch am besten nochmal im Internet durch, dass ich was Falsches sage. Auf jeden Fall so, wie ich es bis jetzt noch im Kopf habe, ist Rücken wichtiger als Beatmen. Man sollte es beides machen. Ich meine, vielleicht haben sie es nochmal geändert. Ich meine, es war ja 30 Mal drücken und zweimal Mund-zu-Mund-Beatmung. Vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, aber gut. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video soweit gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, abonniert. Abonniert! Und schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Da sind ein paar Sachen verlinkt. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann, ja. Schaut euch auch gerne alte Videos von mir an. Habe ich ja auch nichts gegen. Dann sage ich, haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.